Liebe Freunde, manchmal weiß man nicht, wie es wird. Da wird ein Spiel gewonnen oder verloren und dann kann da der große Jubel und die große Begeisterung oder die große, große Traurigkeit und Enttäuschung da sein. Und manchmal passiert das innerhalb von wenigen Minuten, dass sich die Dinge ändern und man sich vollständig neu einstellen muss auf eine völlig neue Situation. Der berühmte Psychoanalytiker und Psychotherapeut Viktor Frankl, ein berühmter Österreicher, hat einmal ein wunderbares Wort gesagt. Das lautet: Jeder Tag, jede Stunde wartet mit einem neuen Sinn auf. Und auf jeden Menschen wartet ein anderer Sinn. Anders formuliert: Es kommt immer wieder etwas Neues auf uns zu, auf das wir reagieren müssen. Und es ist für uns immer wieder die Chance, dass wir unseren eigenen Sinn noch einmal verändern und neu drauf schauen. Und uns dann nicht nur bestenfalls einstellen auf die neue Situation, sondern auch angemessen darauf neu reagieren. Anders formuliert, es braucht immer wieder neue Ideen, wie das Leben neu angepackt werden kann. Und das gilt hoffentlich nicht nur jetzt für den Fußball, dass da gute, viele Ideen sind, sondern für jede Lebenssituation. Die Sommerzeit, die jetzt ansteht, ist ja auch eine gute Gelegenheit, einen neuen Sinn zu bekommen und dahinter dann eben auch einen neuen Sinn zu entdecken für sich selbst. Nicht nur in dem eigenen hängen zu bleiben, was sowieso schon immer bekannt ist, sondern dadurch, dass wir konfrontiert werden mit jeweils neuen Sinnen, auch unseren Sinn neu ausrichten. Und bestenfalls tun wir das dann mit der Hilfe Gottes und ein bisschen im Gebet, ein bisschen in der Ruhe, in der Stille, in der Meditation. Und dann entdecken wir vielleicht auch das, was ich hier mal in Italien entdeckt habe und mir auf den Balkon gehangen habe, nämlich Pax et Bonum, der Friede und das Gute, das steckt in allen Dingen drin. Gott hat es in alles hineingepflanzt. Möge es wachsen im eigenen Leben, in unserer Kirche und in der Welt. Ich wünsche einen frohen und gesegneten Sonntag.